Jo, hi, hier ist der Olfenshaschen. Ich stehe natürlich in Frankfurt im Showroom neben unserer Hard and Heavy Insel. Und was anderes sollte dorthin als Kramer Guitars? Und jetzt gibt's live im Video den Überblick. Yo, Kramer Guitars is back. Natürlich geht's bei Kramer um High Gain und Hair Metal. Voll geil. Das ist natürlich genau meine Zeiten. Deswegen habe ich hier gerade so ein bisschen rumgespastet auf meinem Lieblingsamp, auf meinen Lieblingsgitarren. Floyd Rose und Humbucker, womit kann man den Olli glücklicher machen als genau mit dieser Zusammensetzung? Ich habe mir gerade mal überlegt, 84 Kramer, ich glaube 86 wurden in den USA die meisten Gitarren von Kramer verkauft. Also ein Riesending, ja, und ist dann mittlerweile auch fast 40 Jahre her. 40 Jahre. Normalerweise sind 40 Jahre, denke ich mal, so an so Vintage-Gitarren. Ne? Also als ich so mich angefangen habe, so für alte Strats zu interessieren, habe ich mir gedacht, okay, Mann, Gott, das ist schon 40 Jahre her. Und jetzt haben wir 2020. Jetzt sind die Original-Kramer-Gitarren 40 Jahre alt. Ne? Also wie die Zeit vergeht, unfassbar. Und Kramer ist wieder am Start. Ich freue mich darüber sehr. Und auch Bands, die das halt zelebrieren, dieses Hair-Metal. Zeug, ja, dieser Party-Rock, diese expressive Gitarre, viel Solo-Sachen, viel Floyd Rose-Einsatz. Super, super geil. Das ist genau das, worauf ich stehe und das, wo ich auch so ein bisschen herkomme. Ja. Und ich habe euch mal zur Feier des Tages, weil wir das heute mal richtig feiern können und auch wollen, alle Kramer-Gitarren, die wir momentan an Lager haben, vor die Videolinse gezerrt. Ja. Hab mal angefangen mit der Pacer. War mal ein Signaturmodell von Satchel. Mittlerweile ist er zu Chavelle rübergewechselt. Ist ja oft so, dass Endorser gerne mal die Firmen wechseln. Nichtsdestotrotz ist die Pacer ganz genauso geil wie vorher. Ja, zwei Simon Duncan Humbucker, ein Original, Floyd Rose, Maple Neck, Ahorn Body. Und natürlich ganz, ganz wichtig, warum die Gitarre sich überhaupt nicht verstimmt. Wenn es gut eingestellt ist, haben fast alle Kramer-Gitarren, die ich euch heute zeige, ein Floyd-Rose-System. Das bedeutet natürlich, die Saiten werden hier oben abgeklemmt, bevor sie ganz normal gestimmt werden. Oh, hier seht ihr auch das Werkzeug, womit ihr im Falle eines Falles auch die Imbusschlüssel bedienen könnt. Ne? Könnt ihr einfach hier rausziehen und dann kann man hier auf der Rückseite die Schlösser öffnen bzw. die Böckchen entspannen und dann kann man auch die Saiten wechseln. Ja? Ich habe mal ein Video gemacht zum Floyd-Rose. Neu beseiten. Viele haben so ein bisschen Angst davor. Ich sage es eigentlich immer, wenn ich dazu komme, meine erste Gitarre war eine Floyd Rose Gitarre. Insofern ist es eigentlich nur eine Frage, ob man das haben will oder nicht. Aber natürlich, das, was mir ein Floyd Rose bietet, diese absolute Sicherheit, wenn es ums Tuning geht, ist schon geil. Ne? We'll be right back.
Voll geil. Okay, vom Hals her, Pacer, ist ein schönes, sehr, sehr bequemes, flaches D, so wie sich das gehört. Und wenn ihr euch mal, Tiger Bengal ist natürlich die Farbe, super, super geil. Das erinnert natürlich total an die, nicht Tiger Bengal, Entschuldigung, es ist Tiger Stripe. Ich glaube, Tiger Bengal ist die Chavelle-Farbe. Sorry, ist natürlich die Kramer-Farbe Tiger Stripe. Aber ey, wir feiern alle die 80er-Party, ist doch scheißegal, ja. Kramer, in dem Fall die Pacer, gibt es übrigens auch in Weiß. Habe ich euch auch mitgebracht. Ja, genau, die gleiche Gitarre. Klingt auch übrigens völlig identisch. Das ist natürlich eine ganz, ganz geile Zusammensetzung, dieser Jeff Beck SH4, Simon Duncan Pickup mit dem Maple Neck, Maple Body, ein bisschen komprimierter Anschlag und total fett auch in den hohen Lagen, ja. In den unteren Lagen, wenn ich auf den Hals-Humbucker gehe, ganz genauso schön differenziert. Boah, bin nur am Fuddeln heute. Für alle, denen das zu viel Optionen sind, gibt's die 84er Kramer The 48. Super geil, was kann's in diesem Radiant Red, was kann es geileres geben als eine Schraubhalsgitarre, ich sag's mal ganz böse, Maple Neck mit Floyd und einem Humbucker. Ist das super, super geil. Der Body aus Erle, aus schöner, leichter Erle, ganz, ganz klassischer Ahornhals, natürlich die typische Kramer Kopfplatte. Böse Zungen sagen immer, man kann gut Hockey damit spielen, ist auch absolut korrekt. Oder man kann auch vielleicht rudern, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es total original und authentisch. The 48 in Radiant Red. Ja. Warum ist es eigentlich so, dass diese Gitarren so zum Fuddeln einladen? Weil sie sich so geil spielen lassen. Ich habe natürlich vorne die völlige Freiheit, es stört mich kein Pickup vorne. Ja, ich kann mich total austoben, ich komme in die höchsten Lagen, ich habe einen super geilen Hals. Alles ist freigestellt und alles ist auf absolute Performance ausgelegt. The 84 gibt es auch in diesem geilen Grün. Ja, klingt absolut ganz genauso. Die 84 und ich habe sie auch noch in einem Weiß, da auch mit Zebra SH4. Ihr habt also die absolute, ja, das ist sogar matt weiß, Sauternes weiß,
klingen alle gleich. Ja. Ich habe es extra alle eingestellt. Ja, wenn sich mal was verstimmt bei einer Floyd Rose Gitarre oder auch bei einer Kramer Gitarre, kann natürlich mal sein, dass die Saiten nachgeben. Dann wird natürlich über die Feinstimme korrigiert, das wisst ihr ja, denn hier oben ist natürlich alles abgeschlossen. Das heißt, die Mechaniken spielen nur für die Stimmen im ersten Moment eine Rolle, aber nicht zur Stimmkorrektur, wenn das Saitenschloss zu ist. Natürlich gibt es auch die Jersey Star, sehr bekannt, wurde gespielt damals von Richie Sambora, ja, ist jetzt natürlich erstmal kein Signaturmodell, weil Richie natürlich anders vertraglich gebunden ist, aber natürlich drei Humbucker wurde so ein bisschen übernommen von der Les Paul Custom, hat man sich überlegt, ach komm, was ist geiler als zwei Humbucker in der Gitarre, nehmen wir doch einfach drei, ne? Also typisch amerikanisch und natürlich diese Star Inlays für alle Fans, ne? Direkt aus der Original Series. Übrigens alle Gitarren, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, die Pacer, die 84 und auch die Jersey Star sind Gitarren aus der Original Series. Das heißt natürlich angelehnt an die 80er Jahre und genau darum soll es ja auch im ersten Moment gehen. Super, super, super geil. Immer wieder die gleiche Zutat, ist natürlich klar. Erle Body, Maple Neck, in dem Fall drei Pickups. Und natürlich ist es so, ich gehe gerade nochmal auf die Pacer Bengal. Ihr könnt die Pickups natürlich auch splitten. Ja, da habe ich jetzt auch den Floyd Rose Hebel dran gelassen. Das heißt, wenn ich jetzt mal eine Gainstufe runtergehe, endlich mal, ja, dann habe ich. Dann habt ihr jede Möglichkeit. Ja, wird der Humbucker ein bisschen dünner. Was natürlich dann wichtig ist, wenn ich ein bisschen cleaner unterwegs bin, klingelt die Zwischenstellung super geil. Oder Schlägerhumbucker voll. Na, ihr seht, also es muss nicht immer High Gain sein. Na klar sind die Optionen ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man dann ein bisschen weniger verzerrt unterwegs sein will, dass die Humbucker, die normalerweise sehr fett klingen und Simon Duncan sind, sehr saftig, haben nicht zu viel Höhen. Deswegen ist es sehr, sehr geil, wenn die Pickups auch mal gesplittet werden. Also 45 und 84 und Pacer. Es gibt noch, hier ist er doch, die SM1 mit 24 Bünden, Humbucker am Steg
und zwei Hot Rails in der Halsposition. Vor allen Dingen auch mit Ebenholzgriffbrett, ne? Und mit sehr, sehr feinen Kramer Headstock Inlays. Dieser absolut markante Headstock, diese Sichelform. Hier habt ihr das nochmal im Original. Und hier natürlich als Sichelform. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Zwei Q-Rates am Steg. Natürlich auch original Floyd Rose. Mahagoni Body übrigens. Griffbrett ist aus Ebenholz, sehr schön, sehr, sehr schön fein gepoort. Ich weiß nicht, ob der Peter es draufkriegt. Ich halte es mal so ein bisschen ins Licht. Sehr, sehr fein gepoortes Ebenholz. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Setneck. Also eingeleimter Hals, keine Schraubhalsgitarre. Und in diesem obergeilen Candy Blue. Sieht ein bisschen aus wie Pelham Blue oder ein bisschen wärmer vielleicht, aber nennt sich jetzt von Kramer Candy Blue. Super, super geil. Das ist die Original Series. Und natürlich gibt es auch modernere Gitarren von Kramer. Man will natürlich auch der neuen Zeit was entgegensetzen. Dafür dann natürlich die Modern Series, die Assault Plus. Und was ich hier habe, ist sehr, sehr interessant. Ich habe praktisch einen Mahagoni Body mit einer quasi Orhan-Decke. Es ist natürlich jetzt in dem Fall nur ein Furnier, aber die Preisklasse ist unfassbar. Müssen wir gucken, was die Gitarren kosten. Das ist jetzt die Assault Plus. Und im Prinzip 24 Bünde. Und lange Mensur, also Fender-Style-Mensur, nicht Gibson-Mensur und Floyd Rose, ne? Also auch ein sehr, 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 sehr seltene Zutat, ja. Anders als der Les Paul, soll natürlich auch nicht so sein, soll natürlich auch nicht so klingen. Ich habe zwar Mahagoni an Bord, aber natürlich habe ich eine lange Mensur und vor allem den Humbucker am 24. Bund. Das heißt, die Gitarre klingt weitaus moderner, ist obenrum nicht so sumpfig, ein bisschen schöner artikuliert. Ja? Das lädt natürlich immer zum Metal ein. Und weil es so schön ist, hier nochmal die Assault mit inner. Hier ist noch preiswerter als die Plus. Mit diesen geilen Rot-Schwarz-Zebra-Pickups, Einico 5 Pickups. Wahnsinn, für wie wenig Geld man heute Gitarren bauen kann. Ist echt unfassbar. Dieser schön mattierte Hals. Super, super, super geil. Das Geile ist, die Gitarre klingt genauso geil wie die teure. Unfassbar. Wir haben übrigens alle Gitarren, auch die folgenden, die ich euch gleich noch zeigen werde, im Video verlinkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich, schaut mal in der Videobeschreibung. Da gibt es den Link auf die Landingpage bzw. auf die Produktseiten. Eine fehlt übrigens, die Beretta Vintage. Ich habe die Beretta Special hier im Video. Vielen Dank, Justin, dass du auf deine Gitarre wartest. Die ist nämlich schon bestellt worden. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, wir drehen noch ein Video. Also
Grüße an diese Stelle an unsere Kunden, die natürlich auch gerne mal warten, wenn ich sage, bitte, 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 lass mir die Gitarre noch einmal da. Die brauche ich noch fürs Video, ne? Kommt auch gleich dran. Und alle Sachen sind natürlich verlinkt und ihr könnt auch natürlich gerne auf Facebook und Instagram vorbeischauen. Ihr könnt gerne unseren YouTube-Kanal liken, ihr könnt abonnieren, ihr könnt das Glöckchen klingeln, was ihr wollt. Ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir sind für euch da. Wir sind echt ein Kanal für euch. Es soll auch so sein. Und je mehr Feedback ihr uns gebt, desto geiler wird der Kanal. Ja? Jo, das ist die Assault. Dann gibt es noch die Night V. Darf natürlich auch nicht fehlen. Hat auch eine lange Mensur. Sehr, sehr geil. Muss man natürlich ein bisschen anders spielen. Ja? Also ich muss sagen, ich meine, normalerweise stehe ich wirklich auf teure Gitarren, ja, aber was hier geboten wird für das Geld, ich meine, klar, es ist halt ein angeschraubter Hals. Natürlich muss man gucken, dass man das auch hinbekommt für die Kohle, ne, aber was man hier als Anfänger schon bekommen kann, vor allen Dingen auch dann, wenn man vielleicht auch eine Zweitgitarre sucht, die vielleicht ein bisschen in diese Hair-Metal-Richtung geht. Und da ist natürlich die Barretta Special ein guter Punkt. Als ich den Preis gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wie soll das denn funktionieren? Ja, ist ja billiger als manche andere Gitarren, die halt im Anfängerbereich unterwegs sind, aber klingt total geil. Das Geile ist, ich muss überhaupt nicht überlegen, welchen Pickup muss ich euch vorführen. Es gibt ja nur einen. Ne? Das heißt, man kann sich total konzentrieren auf alles, was Spaß macht. Gut, vielen Dank, Justin. Das war dein Ständchen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Focus. Auch sehr, sehr schöne Gitarre zum Anfang. In dem Fall klassisch HSS. Und da kann ich dann wirklich mal eine Gainstufe runtergehen. Dass sowas gleich ein bisschen so nach Fender klingt. Natürlich hat Kramer nichts mit Fender zu tun, aber eine ordentliche HSS-Gitarre kann nie schaden, vor allen Dingen auch in dieser Preisklasse. Ne? Humbucker Single Coil, wie sie es gehört, Fünfwegschalter und eine Preisklasse, die einem wirklich das Fürchten lernt oder lehrt. Focus VT, voll geil. Müsst ihr echt mal gucken. Ich habe mich ein bisschen verschluckt, als ich den Preis gesehen habe. Meine Fresse. Also super, super geil. Und weil es so geil war, nehme ich nochmal die Pacer in die Hand. Und guck mal. Ah. Genau. Geht nochmal auf unsere Webseite, schaut mal nach den ganzen Modellen. Und vor allen Dingen
kommt im Laden vorbei und spielt die Gitarren selber. Ihr werdet es echt kaum glauben, was für den Preis momentan möglich ist. Wieder fast von mir. Ich habe euch heute Kramer Guitar Go Session gezeigt im Video und natürlich haben wir alle Gitarren, die wir im Video euch gezeigt haben, auf der Webseite und im Video unter der Beschreibung und vor allen Dingen hier im Verkaufsraum in Frankfurt. Jeder darf alles spielen. Mir Spaß macht. Tschüss!